Und die Ukraine hat verdient, ein richtiger Teil Europas zu sein, ja. Sogar in der ganzen Welt. Aber trotzdem sind die ukrainischen Menschen so tolerant, gastfreundlich und offenherzig. Ich denke, dass Europa so interessant und schön. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Berliner Mauer, Mutterheimatstatue oder Eiffelturm in Paris. Sie sparen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Danach haben Sie eine griechische Insel Kreta endlich erreicht. Dort verwandelte sich Stier zurück in einen prächtigen Mann. Er hat mir einen Bonbon gegeben und er hat mir an eine griechische Insel genommen. Nein. Aber er hat es doch. Sie können nicht das beweisen. Doch, wir haben Rechnungen. Aha. Ich träume auch davon, im Ausland zu studieren. Und ich freue mich sehr, dass jetzt in Europa so viele Möglichkeiten für alle Jugendliche ein Praktikum oder Studium in Deutschland zu absolvieren gibt. Und das ist das Erste, was mir auffällt, wenn ich an Europa denke. Lange, lange Zeit hindurch gab es ein magisches Königreich, wo der König Europa lebte. Eines Tages besuchte das Königreich ein Mädchen, das sehr einsam und unglücklich war, aber im gleichen Augenblick intelligent und erfahren. Dieses Mädchen hieß die Ukraine. Nein! Die Ukraine war sehr glücklich und lebte in den König. Lehrte sie Sitten und Brüche. Europa lehrte sie und lebten sie alle glücklich. Weißt du, in Europa gibt es so viele Flüchtlinge, dass ich immer etwas zu tun habe. Ja, ich bin die Europäische Union. Das ist ein Verbund von vielen Staaten. Ich habe eine stabile Wirtschaft, gute Medizin und hochwertige Ausbildung. Ja, das klingt gut. Und was sollen wir dafür machen? Oh, so viele Dinge. Zuerst keine Korruption, keine Diskriminierung, kein Rassismus. Ihre Leute müssen ehrlich und höflich sein und natürlich jeder muss über Natur schützen. Das ist so schwer, so viele Dinge. Ich bin noch nicht fertig. Ciao. Denkst du immer nach, dass du alles wieder in Ordnung bringen kannst? Jetzt weiß ich mehr nicht. Alle Tiraten, Konflikten, Kriegen, sie machen mir immer schwächer.